been corrupted in your torture chamber. Ja, hallo, liebe Kipper-Freunde. Die Action geht weiter. Wir sind noch mittendrin hier, müssen hier noch ein paar Leute befreien. Noch 9 Stück quasi. Zwar nur optional, aber das machen wir natürlich. Wir sind ja netter Keeper. Na, vielleicht. So, da haben wir noch ein paar Räume eingenommen. Ja, ganz gut hochstufig vom Level her. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Ja, wir haben aber nur einen. A warden has been corrupted in your torture chamber. Ah, da haben wir wieder einen übernommen. Goldprobleme haben wir jetzt ganz aktuell auch nicht mehr. Da wir ja unsere Feinde im Gefängnis quasi in Goldstatuen verwandeln, die wir dann verarbeiten können. Da können wir nochmal 1, 2 Gegner übernehmen. So. Ah, nee, das ist die Schweinefarm. Füttern wollen wir sie nicht. Da lassen wir sie ein bisschen schmoren. Sieht man eigentlich, wie weit der so ist? Ah ja, irgendwie kann man schon erkennen, wie weit der vor... Ah! A fire breather has been corrupted in your torture chamber. Ja, den haben wir dann auch mal vereinnahmt. So. Your minions have engaged the enemy. So, da gibt's einen Kampf. Eieiei. Da schnappen wir uns die Jungs natürlich jetzt erstmal. Boah. Achso, die sind da schon tot. Den schmeißen wir jetzt mal dahin. Soll er sich damit rumschlagen? Ja, da auf dem... ja. Weggebuddelt. Sehr schön. So. Ja, der snackt sich da ein Schweinchen weg. Ja, der hat auch Hunger. Ja, soll er, ja. So, der ist glücklich. One of your minions requests that you change your socks. Was? Ich hab frische Socken an. Nix da. Ich weiß nicht, was der riecht, aber ich bin's nicht. A warden has been corrupted in your torture chamber. Ja, das ist schön. Noch ein mehr. Da können wir ein paar Leute gleich übernehmen. Sollen jetzt sich auch mal die Tür da. Irgendwer hatte doch Hunger. So, die Tür haben wir auch. Ja, ich weiß nicht, ob der Hunger hatte. Schön, zack, der Impf. Arbeiter übernimmt das Ganze jetzt. Sehr schön. Dann hätten wir die nämlich auch nochmal, die Verstärkung. Aber das wird noch ein ganz schönes Stück Arbeit hier. A warden has been corrupted in your torture chamber. Noch einer. Oh, sehr gut. Ey, davon haben wir eine ganze Menge mittlerweile. Ich glaube, Gold haben wir. Start und zwar. It's payday. Jetzt ist es teuer. Aber Gold dürfte, wie gesagt, aktuell nicht das Problem sein. Hier liegt auch noch was rum. Wir haben momentan auch ganz guten Mana, sodass wir das einfach mal machen können. So, und? Da wäre das Gold. Das gerade aktuell... hier noch einigermaßen haben, würde ich ganz gerne. Wo kommen die denn immer rein? Die wandern einfach gnadenlos immer von da aus durch. Da steht schon was. Die kommen einfach, glaube ich, immer von der Seite hier rein. Ich überlege, ob da eine Wand besser ist oder ob ich da nicht besser eine Falle hinbaue. Fallgitter anstatt dieses. Ja. Fall. Achso. Eine Schutzbarriere. Warum kann ich den da überhaupt nicht hinbauen? Achso. Ah. Ich kann also quasi jetzt hier. Na,
mal so ein paar Kanonen hinbauen. Da bauen wir auch noch eine hin. Your minions have engaged the enemy. Das ist schön für die Minions. So hätte ich das jetzt verstanden. Ja, oder auch nicht. Und hier. Das könnten wir eigentlich hier noch hinsetzen. Dadurch werden die verlangsamt und die haben mehr Zeit zum Draufballern. Ob das klappt. Das Problem ist, das wird wahrscheinlich relativ lange brauchen, bis das alles fertig ist. Außer ich zaubere. Das ist teuer. Gold haben wir. Okay, das ist schon. Holla, was ist das denn hier? Der Bade natürlich, unsere beiden Mädels. Die hier und die, davon haben wir eine ganze Menge. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht so schnell. Das kriegen. Ah, super, das haben sie schon. Zwei von den Magiern ein bisschen nach hinten setzen. Kriegen wir hin. Ja. Auch die Angriffswelle haben wir glücklicherweise überstanden, ohne größere Probleme. Da konvertieren wir. Das ist ein 6er Level. Sehr schick. Jetzt auch 6er. Da gucken wir auch mal, dass wir den übernehmen. Können wir gebrauchen. Lunchtime. Ist guten Hunger. Mit den Dingern weiß ich noch gar nicht, was man damit so anfangen kann. Oder haben die noch nicht erforscht? Sind die da noch bei, das zu erforschen? Von den Punkten habe ich eine Menge, kann aber aktuell noch nichts freischalten neu. So, die. A warden has been corrupted in your torture chamber. A minion has been converted in your torture chamber. Alle Tränke sofort fertig und der ist noch nicht da. Ja, ich habe, glaube ich, keine Beschwörung aktuell, die läuft, deswegen gibt das nichts. So. Gold haben wir schon wieder genug. Ach, da ist auch schon wieder. Oh, 7er Level. Ja, sehr geil. Sehr geil. Die hätte ich doch mal alle ganz gerne hier. Starke Kämpfer brauchen wir. Die schmeißen wir mal. Das war der. Ja, das ist erstmal egal. Zack, und einen haben wir noch. Da hatten wir noch eine Folterkammer. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Das ging doch auch. Ich konnte doch auch. Schauen. Da ist eine. Oh, ich habe nur noch zwei. A warden has been corrupted in your torture chamber. Ja, schön. Ne? Da ist ja gerade der Platz frei geworden. Ne? Dann, A fire breather has been corrupted in your torture chamber. Ja, wunderbar. Der war auch schnell fertig. Zack, und den nehmen wir auch. Dann haben wir. Glaube ich, eine recht starke Truppe hier. Knarzling ist jetzt auch eingetroffen. Das ist fein. So. Ich weiß aber noch nicht genau. Da ist halt noch was. Da muss ich erst noch mal hin, glaube ich. Von hier aus komme ich da aber nicht dran.
A Firebreather has been corrupted in your torture chamber. Oh, das finden wir gut. Jungs, alles für alle für uns hier, ne? Gemeinsam für den Frieden und so. So, die arbeiten hier mächtig Langeweile, glaube ich. Da könnten wir eigentlich mal hier anfangen, uns ein bisschen durchzubuddeln und uns mal den Bereich hier zu nehmen. Brücke. Ich wollte mal schauen, ob ich so eine Steinbrücke brauche eine Steinbrücke. Ah, sehr gut. Der nächste Payday wird teuer. Aber egal. Ich schnapp mir jetzt mal ein paar von meinen. So, ja, die kann man mal sich schnappen hier und alle mal auf diese Tür loslassen. So, dann kann man mal hier den nächsten Angriff starten. I think these foes are about to be cast away. Überrennen wir jetzt einfach mal. Welcome to my island paradise, laddie. Willkommen, willkommen. Ja, das mähen wir eigentlich ganz gut gerade nieder hier. Goldstrudel war es nicht. Außenposten. Nö. Ja, super. Das war nicht die Idee, die ich hatte. Den müssen wir mal kurz heilen hier. Aber dem helfen wir jetzt mal. Die sollen mal darüber laufen. So. Was ist da hinten? Ja, die haben Hunger und einen langen Weg vor sich. Oh, es geht eigentlich. Könnte das vielleicht nochmal frei machen. Dann kann man das da an der Stelle nochmal vergrößern. Wo da ist ja schon. Das ist ja albern. Vielleicht stylisch, aber nicht effektiv hier. Das machen wir mal weg. Your minions are under attack. Ja. Wo? Oh. Ja, wow, das kommt aber hin. Kann ich gar keine Brücke bauen? I think I can smell trouble brewing. Putz die Nase. Get you gone from here, Cart. Da haben wir ein bisschen Trouble natürlich. Oh. Aber da können wir ein bisschen Trouble. Time to pay your minions, Underlord. Schon wieder. For all their hard work. Ihm erst Payday hier. Jetzt werden sie dreist. Ah, da können wir aber unsere Kneipe ein bisschen verbessern und erweitern. So, ja, das sieht doch mal nach einem ordentlichen Laden aus hier. So, wo hauen sie sich? Ah, da ist aber noch ein Bade dazwischen. Da dürfte der Level 5er nicht lange halten. Der haut ihn einfach mit seiner Klampe. Jo, immer feste drauf. Ja, oh, da, ach, da ist eine Axt dran. Ja, ist auch schön. Ja, hat er gut gemacht. Bei mancher Musik muss man mal auch sagen, das ist so schmerzhaft für die Ohren. Ja, da kann man so einen Kampf schon verstehen. Das ist auch wieder hier so ein Quatsch. Na gut, das kann man ja lassen, meinetwegen. Aber das Ding in der Mitte ist ja wieder völlig albern. Ah, daraus machen wir mal ein bisschen Gold. Ich hoffe, ich mache nicht den Fehler, zu lange zu warten.
und dann gehen mir die Reserven aus. Das wäre natürlich ein bisschen ungeschickt. Und dann habe ich ganz leichte Ruckler hier mal drin zwischendurch. Ich weiß nicht wieso. Ja, aber sonst läuft es ja ganz sauber. So, bup. So, der ist weg. Da machen wir dann direkt nochmal den Schlafplatz größer. Da. So. Ich denke mal, das war ganz sinnvoll. So. Aber, ja, gut. Jetzt werden wir aber trotzdem mal hier. Your minions are under attack. Oh, da setzen wir mal direkt ein paar ab. Das gibt eine riesen Haue. Ups, da ist irgendwie mein Bild kurz irgendwie auf dem Desktop getappt. Warum, weiß ich nicht. Ja, die haben sich da schon schön vertreiben lassen. Die hauen wir mal da noch ein bisschen. Kann ich die da absetzen? Ja. Das gibt natürlich auch wieder schön ein paar Gefangene. Die wir ja, netterweise in unser Kerker packen können. Da wird noch ein bisschen Gold eingesammelt. Sehr schön. Ein paar Statuen lagen da ja noch rum. Auch Gefangene. So, ich wollte aber eigentlich ja hier endlich mal diese Tür aufbrechen. Ja. Machen wir jetzt auch einfach mal hier. Ich meine, da wäre ich doch schon mal gewesen. Den heilen wir. Der hat aber Hunger. Die zimmern auf die Tür drauf. Okay. So. Ja, weiter hinein. Ah, ich hätte jetzt... Ach so, den wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, das war jetzt ein bisschen uncool. Ah, da haben wir wieder ein paar Gefangene. Den setzen wir nochmal hier ab. Da können wir... Hallo Jungs. Den Sechser würde ich ganz gerne übernehmen. Und ein... Oh, wer ist er denn? Oh, ja, schade eigentlich. Ja gut. Der fällt sofort um. Eine Priesterin. Sorry, lads. There's no more room in the inn. We'll just have to kill you. I'm too short for this ride. Naja. Der ist da dran. Sie schmort da. Gold haben wir da wieder mehr. Achso, ich könnte natürlich. Ah, da war ein Level 7er und noch ein Level. Boah, die Level 7er. Sehr gut. Sehr gut. A minion has been converted in your torture chamber. Huch. Ach, den habe ich schon wieder daneben geschmissen. Ein bisschen ärgerlich. So, da haben wir nochmal. Muss ich ein bisschen drauf achten. Da ist auch noch einer frei. Noch ein 7er. Ja, die sind gut. So, das sollte erstmal wieder reichen. Oh, wer denn? Das ist Hugo. Wer fühlt sich da so schlecht? So, aber ich glaube, ich werde hier nochmal ein kleines Break machen. Ah, es haben wir auch eine Priesterin, schick. Langsam wird es unübersichtlich. Hallo, Lady. Können wir dich schnappen? Ah, die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Eben sah sie noch ein bisschen hübscher aus. Wir legen sie da hin, dann kann sie sich hinlegen und erstmal ein Röntchen schlafen, essen, was auch immer. Ja, da hat sie sich ein Bettchen gemacht, jetzt geht sie erstmal futtern. Alles gut. Gut, ein kleiner Break. Und, ja... Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge und wir zocken für den Frieden.